So, kommen wir zu einem Herzensstück Von dir. Ja, wir spielen ja Magic alle aus einem bestimmten Grund. Manche haben wirklich Spaß. Ist ja eigentlich absurd, ne? Manche draften gern. Und dann gibt es die richtigen Leute, die nur pures Magic spielen. Okay. Also, anstatt draften, machen wir heute Commander Constructed, ein neues Format online. Wer in Berlin und oder anderen deutschen Umgebungen umgeben ist, weiß, dass Highlander eine ziemlich große Sache ist. Ich weiß, du selbst hast ja auch einen Highlander. Ah. Und jetzt gibt es praktisch Highlander online. Also, ja, eigentlich Commander ist es nicht mehr so wirklich, weil das richtige Commander-Konzept war ja irgendwie Multiplayer und viel Spaß, Ja. so ein Spiel, dörtlige Karten und relativ viel Politik auch noch. Aber das hier ist sozusagen jede Karte einmal, aber man hat einen Commander. Also irgendwie Commander, irgendwie doch nicht. Wir spielen, Selvana. ja, sie erinnern mich immer an Nemata. Kennst du Nemata? Also einfach von dem Namenfluss her. Ja, ich glaube schon. So eine Plane Chase Baumhirtenkarte oder so. Ja, wir Ja. spielen sie wahrscheinlich, weil Rofellos gebannt ist. Ja, also es gibt ein paar Bannings. Manche davon sind verständlich, manche davon sind etwas merkwürdig, aber das Problem ist, wie man eigentlich so häufig hat, wenn du ein Format nimmst, wo Leute es spielen, weil sie Spaß haben und wirfst es in einen Topf, wo Leute extrem optimieren, dann passieren Sachen, die mit den eigentlichen Bannings gar nichts mehr zu tun haben und Es gab ja früher, gab es ja, als das Commander praktisch noch nicht von Wizards wirklich unterstützt wurde, gab es ja auch praktisch eine inoffizielle Bandlist. Ich weiß nicht genau, wo man die einsehen konnte, aber die gab es ja und da gab es, und die sieht ja ganz anders aus als die Bandlist, die jetzt Wizards erstellt hat, eben für dieses Online One vs. One. Genau, also die Leute, die Commander geregelt haben, die hat Wizards auch eingekauft, so für die richtigen Commander-Bannings und so. Aber jetzt für dieses Online-Format haben sie komplett neu angefangen und haben erstmal ein paar Karten vom Voraus gebannt, wie eben Rofelis oder Caracas. Einigermaßen verständlich. Also ein paar davon sind verständlich. Back to Basics ist zum Beispiel gebannt, was von einem Turnieraspekt ich so ein bisschen fragwürdig finde, weil eigentlich ist es ja eine ganz nette Karte, um eine Möglichkeit zu haben, gegen vierfarbige Decks zu arbeiten. Ja. Aber Und naja. Blattmodus ist ja zum Beispiel nicht gebannt. Bloodmoon ist nicht gebannt, nee, Price of Progress auch nicht und sowas. Also, man hat schon viele, viele Scheiben. Das Schöne ist, man kann Commander und Conspiracy und all sowas, eigentlich kann man alles spielen. Und wir spielen Sylvana. Warum spielen wir Sylvana? Die eigentliche Idee war eher, dass man aus Zeitgründen sehr viele Spiele schafft, weil das Deck relativ schnell gewinnen kann. Ich habe am Anfang Mono-Blau gespielt, natürlich, was sonst? So eine Jace-Variante davon. Ja. Und die war auch relativ stark, aber ein Spiel hat halt gerne mal so ihre 30 Minuten gebraucht. Man hat nur ein Spiel und man spielt 20 Minuten pro Spiel. Das heißt, Also 40 Minuten, ne? Also jeder 20 Minuten, genau, genau. aber wenn du halt für ein Spiel 30 Minuten mal brauchst, weil ich weiß nicht, ob man das hier so schnell sieht, aber hier gibt es keine Win-Option außer hier unten. Hier hinten gibt es irgendwo mal ein Emrakul. Und Ugin. Ich glaube, Emrakul und Ugin sind die einzigen beiden Win-Options. So, naja, auf jeden Fall hat Spaß gemacht, war aber relativ langsam, deswegen wollte ich irgendwas finden, was relativ schnell ist, beziehungsweise relativ schnell gewinnen kann, weil, wenn man das natürlich auch im Format spielt für die Preise, zählt natürlich nicht nur die Gewinnprozentrate des Decks, sondern auch, wie schnell du hast. Also, wenn du ein Deck hast, was 55% der Fälle gewinnt, also der Spiele, aber du schaffst dreimal so viele Spiele in der Zeit, ist natürlich viel besser, als wenn du ein Deck hast, was 65% gewinnt. So. Aber das Deck ist auch spaßig und gut. Und was es macht, ist eigentlich relativ einfach. Wir legen Sylvana und Sylvana sagt: Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, die gerade das Dickste auf dem Feld ist, dann zieht der beherrschende Härte. Was auch für den Gegner zählt. Ja, also ist fair. Passiert auch häufiger mal. Gerade Commander wie Tazigur sind ja relativ billig und bringen schnell was auf den Feld. Aber wir benutzen die zweite Fähigkeit und sagen: Wir machen Mana für die größte Kreatur, die wir haben. Und das gepaart mit so einigen, na, also eher suboptimal erscheinenden Karten.
ist doch relativ schade. Wie zum Beispiel haben wir hier unseren Dreadnought, Ja. der eigentlich nur eine Art Ritual auf Crack ist. Also, er kostet halt zwei Mana, nämlich sein eines und das grüne. Und dann macht er 12 Mana und zieht ihn ab. Klingt ziemlich fair. Klingt fair, Ja, wir haben auch den ja. Soul Gorger, ne? Genau, wir haben den Soulgorger, der ist einfach nur 3 Mana 8. Der bleibt auch mal eine Runde liegen, wenn man eine Kreatur opfern will. Macht aber auch irgendwie nur 8 Mana. Dann gibt es noch den All-Time-Favorite, der Sheltering Agent, der für 2 Mana 5-5 ist. Und jede Runde eine Marke, theoretisch, auf den Gegner legt, was gerade auf Magic Online nicht so gut funktioniert. Also jede Runde eine Marke mehr theoretisch, ne? Genau, Weil also sonst wäre erst ja eine, Kumul dann zwei, dann Drama. drei, Genau, vier und genau. so weiter. Was schon Kosten sein können. Also 3 Marken auf eine Karte zu legen, ist schon ein bisschen nervig. Aber wir wollen die ja nicht so benutzen. Der hat auch den Riesenvorteil, dass er grün ist, weil grüne Kreaturen sich einfach suchen lassen. Genau, und die Idee ist dann, wir spielen Sylvana, wir machen mit Sylvana eine Menge Mana, wir enttappen Sylvana mit Grim Ranger oder Script Ranger oder Wirewood Symbiote oder dem Elfenland. So, Und wir haben auch also. noch Umbral-Mantel, ne? Was ja praktisch eine Kombo in sich ist. Ja, da, genau, wäre ich gleich zugekommen. Also wir enttappen sie irgendwie, machen 4 Mana und spielen in irgendeines der großen Kreaturen, vorzugsweise eine dieser drei. Was denkst du, welche davon ist die beste Karte von diesen dreien? Auf den ersten Blick würde ich sagen Ulamog, weil der Trigger finde ich am besten ist, aber ich habe ja schon von dir gehört, dass dieser Mindsaver-Effekt absolut Banane sein soll. Ja, also ich weiß nicht, ob es dir auch stimmt, aber weißt du, warum der komplett absurd ist, dieser Effekt? Du wirst es mir sicher Nö, also weiter geht's. gleich Und zwar so, wie das online funktioniert, und ich weiß nicht, ob es auch im richtigen Leben funktioniert, ist das, dass wenn du Commander spielst, kannst du ja bestimmen, wo dein Commander hinkommt. Ja, genau. Das heißt, üblicherweise, wenn dein Commander in den Friedhof geht, geht er in die Command Zone. Wenn der exiled wird, geht er in die Command Zone. Wenn er unter der Bibliothek gelegt wurde oder reingerutscht wird, geht er in die Command Zone. Es sei denn, geht in deine Hand. Üblicherweise ist Hand besser, weil Ja. Hand nicht mehr Mana kostet, immer wenn Command Darf man das stirbt. jetzt theoretisch auch aussuchen? Was? Wenn Ich. du, wenn du, wenn der gebounced wird, ob man den in die Ja, Command du Zone? kannst es umstellen. Okay. Also du kannst doch sagen, ich will den lieber exiled haben. Ich sehe nicht viele Gründe dafür, aber. Ja. Naja, auf jeden Fall, wenn du Evercall spielst und dein Gegner dran ist, also du für den Gegner gehst, kannst du bestimmen, wo der Commander hinkommt. Ja. Und witzigerweise ist der Friedhof eigentlich die sicherste Zone, weil vom Friedhof kommt nichts wieder. Ja. Klingt ein bisschen absurd, aber zum Beispiel Tarsigur zum Beispiel ist mega billig, weil du ja immer wieder delven kannst. Das heißt, Ja. auch wenn der 10 Mana kostet, kannst du einfach 5, 6 Karten werfen, dann ist der wieder da und kann wieder Karten machen. Aber wenn er Friedhof ist, macht er einfach Karten. Genau. Also üblicherweise ist Ulamog relativ selten und eigentlich nur da, weil er, wenn du mal nicht genügend Mana hast, Sachen exiled und da ist. Aber ansonsten, die beiden immer cool sind, die besten. Ja, und dann hat man so ein bisschen ja, Sachen, die Mana machen, ein bisschen mehr Wert haben. Also so ein Primeval Titan natürlich, um die Länder zu suchen, Primordial, Worldbreaker und so weiter. Also im Sinne. Eigentlich sehr geradeaus linig. Die Metagame-Sache im Moment sieht so aus, dass relativ viel Blau unterwegs ist. Aus den Gründen, dass blaue Karten nicht stark sind, aber auch, weil die blauen Commander sehr billig und sehr effizient sind. Also Tarsigur ist zum Beispiel blau, weil Tarsigurs Fähigkeit auch blau und grün braucht. Man darf nämlich nur Karten benutzen, die den Identität haben. Also alles, was in den Karten am Mana-Kosten stehen, ist die Identität der Karte. Ja. Also Tarsigur ist Identität Sultai, obwohl er schwarz ist, weil Blau und Grün diesen Hybrid-Mana-Kosten ist. Deswegen darf ich zum Beispiel auch Karten nicht spielen, die eigentlich grün sind, aber andere Farben drin haben. Kitchenfix zum Beispiel. Ja, oder Nobelhierarch. Ja. Also, obwohl Nobelhierarch grün ist und grünes Mana macht, darf ich nicht spielen, weil er auch Weißes produzieren wird. Ja. Ist ein bisschen merkwürdig, aber naja. Aber man kann zum Beispiel Karten spielen wie Obok. Weil Obok nämlich nichts mit der Farbe zu tun hat. Ja. Und Obok ist deswegen gut, weil man so Länder, die
farbloses Mana machen oder nur bedingt Mana machen, wie zum Beispiel Aelfogien oder Ancient Tomb oder Temple of the False God, machen wir auf einmal schwarze Mana. Oder Fetchländer, wenn man was drauf hat. Genau. Ansonsten haben wir noch so ein paar Heldkarten. Choke gegen Blau. Carpet of Flowers auch, ne? Carpet of Flowers, genau. Ist eine sehr interessante Karte. Vielleicht um Legacy kennt man die, wo man sie im Storm Sideboard gespielt hat. Man macht Mana so viel wie der Gegner blaue, also Inseln kontrolliert. Und sogar auch in demselben Zug. Also das ist schon sehr, sehr stark. Und das Schöne an diesen Karten, zumindest in dem Deck, ist, dass du die ein paar Karten dafür opfern kannst, weil du spielst Sevala relativ häufig. Und damit ist die Dichte der Karten, die du brauchst, nicht sehr hoch. Weil du spielst sowieso eigentlich nur Mana-Elfen, Tutor und teure Karten. Genau. Eine Karte, die ich eigentlich rausziehen wollte, ist Hall of the Banded Lord. Die hat mich immer so ein bisschen genervt. Weil drei Leben ist schon viel und Haste ist nicht super wichtig meistens, weil die Gegner über Sachen countern. Eine 3 Leben ist vor allem auch viel, weil momentan ja, also der Anfang des Metagames war ja so, dass vor allem Baral gespielt wurde, ne? Und Jace und Tessiger. Und jetzt ist ja, so wie ich es verstanden habe, gerade das Wildsmasher-Deck gerade sehr populär. Du hast Wildsmasher und du hast diesen 5-Mana Izzet-Commander. Und beide sind ziemlich aggressiv unterwegs. Könnte ich wirklich sehr, sehr schnell töten. Und da diese 3 Leben verlieren zu lassen, ist halt schon, das ist ganz schön krass. Also Wildsmasher sagt immer, wenn man einen Spruch das erste Mal die Runde macht, dann kriegt der Gegner so viel Schaden, wie er gekostet hat. Genau, richtig. Was sehr gut war mit Treasure Cruise und Dig to Time, die sind jetzt gebannt, aber immer noch sehr gut ist mit Force, Misdirection oder Cut to Ribbons. Was, Oh ja, ja. kostet auch 4, ne? Na, Cut kostet 2, aber Ribbons kostet dann halt X. Ah ja. Das heißt, es macht doppelt so viel Ja. praktisch. Das ist schon so ein bisschen nicht gut. Und die spielen das mit so einem blauen Typen, der Fliegen und Haste hat. Und der ist eigentlich nur für die Farbe da. Aber macht Ja. immer so Schaden. So, ja, wir fangen gleich an. Der beste Mensch, also wenn ihr das beste Deck spielen wollt, solltet ihr die spielen. Um das zu verdeutlichen, kann man ja auch mal zeigen, dass der das gerade spielt, hat, glaube ich, mehr Trophäen als jeder andere. Ja. Also, der spielt es auch konstant durch. Aber das Schöne ist, man kann wirklich alles machen. Also, mein Sevala-Deck läuft ziemlich gut. Dann, ich habe auch viele gute Listen gesehen, die Talia spielen, weil Weiß sehr gut ist gegen die ganzen blauen Decks. Es gibt gute Upsan-Decks, es gibt diese Vier-Color-Commander. Also, alles hat wirklich eine gute Möglichkeit und du kannst halt auch viele Karten spielen, wo du normalerweise nicht in den Genuss kommst. Zum Beispiel Mystic Confluence. Ja, na gut, fangen wir an.